In Spitzweg geht es um die Geschichte einer folgenschweren Kunststunde, während der eine sehr begabte Schülerin eine vermeintliche Demütigung erfährt und dann zunächst das Bild, das Anlass ihrer Demütigung ist, und dann auch sie selbst verschwindet. Und die Handlung des Buches entsteht nur dadurch, dass zwei Freunde sich zusammentun, um sie zu rächen und im Namen der Schönheit und der Kunst dann das Leben unter die Lupe nehmen. Also die Idee entstand aus einer Erinnerung aus der Schule, also auch aus einer Kunststunde, aber auch aus einem Brief, den ich aus einem Gefängnis bekam, von einem Bekannten, der sich tatsächlich dazu erdreistet hat, ein Spitzweg-Gemälde zu stehlen und dafür auch zur Rechenschaft gezogen wurde. Von der Normierung erfahren habe ich durch eine Textnachricht von meinem Lektor Olaf Petersen, der also voller Begeisterung mich von dieser Nachricht informiert hat. Und diese Begeisterung war dann auch sehr ansteckend. Und seither freue ich mich eigentlich jeden Tag darüber. Die Kunstlehrerin gab uns ein Selbstporträt als Aufgabe. Und wie stets stellte die Mehrheit, mich eingeschlossen, wieder einmal nur stümperhaft ihre Unfähigkeit unter Beweis. Während also alle verzweifelt über den Zeichenblock gebeugt versuchten, wenigstens die Umrisse ihrer Gesichter halbwegs ordentlich hinzubekommen, schlich Frau Hügel, wie wir es gewohnt waren, mit hinter dem Rücken verschränkten Händen von Tisch zu Tisch. Ihr strenges schwarzes Kostüm, von dem sie nur selten abwich, bestand aus einem feinmaschigen Rollkragenpullover zum Faltenrock. Die ölig dunklen Haare waren zur Seite weggebunden, aber immer fiel eine glänzende Strähne nach vorne, wenn sie sich über die Schulter eines Schülers beugte, um sein Werk genauer zu begutachten. So auch bei Kirsten, dem einzigen Talent unter uns. Sie musterte betont genau die bereits nahezu vollendete Zeichnung, räusperte sich dann gedehnt und sprach schließlich mit tonloser Stimme ihr Urteil. Ausgesprochen gelungen, Respekt, Mut zur Hässlichkeit. Kirsten schluckte in die unmittelbar eingetretene Stille hinein. Nach einer ins Unerträgliche gedehnten Pause, in der alle wie gelähmt auf sie starrten, stand sie auf und rannte mit vor die Augen geschlagenen Händen nach hinten aus dem Kunstraum in das steinerne Treppenhaus.